Die Mittelstandsvereinigung MIT konnte wieder hunderte Teilnehmer aus dem Eichsfeld und Gäste aus dem Unstrut-Heinig-Kreis Nordhausen und Südniedersachsen zum Schlachteessen in Bürkungen begrüßen. Deftiges Essen und deftige Worte, so lautet das Motto des traditionellen Jahresauftakts. Der Landesvorsitzende der CDU Thüringen, Mike Moring, kritisierte Bodo Ramelow für den verpatzten Einstieg als Ministerpräsident, der in Urlaub fährt, wenn der Bundesrat tagt, der zusätzliches Leitungspersonal in der Staatskanzlei einstellen möchte. Und der nichts zu den tragenden Säulen einer funktionierenden Gesellschaft sagt, der nichts zur Familie sagt, der nichts zu den Kirchen sagt und der nichts zum Ehrenamt sagt, der beschreibt ziemlich deutlich, was die vorhaben mit dieser Gesellschaft, jetzt in Thüringen und später möglicherweise auch woanders. Die wollen rein regieren vom Staatswegen aus in unserer Gesellschaft, unser Leben bestimmen und die wollen uns Verantwortung wegnehmen und sie wollen uns Freiheit wegnehmen. Begeistert wurde der Chef des Bundeskanzleramtes, Minister Peter Altmaier, begrüßt. Der sagte wegen des nasskalten Wetters: Ich habe mich durch Wind und Wetter vorgekämpft, durch Regen und fast auch Schnee, weil ich hier bei Ihnen heute Abend im Eichsfeld sein wollte. Ich habe übrigens, als ich herkam, mit großer Sorge gesehen, lieber Peter Heinz, dass auf dem Vorstandstisch weder Teller noch Besteck deponiert ist, aber immerhin habe ich schon mal einen Bonus. Der Minister wusste das Publikum zu begeistern. Altmaier nahm sich selbst auf die Schippe, sich und seine saarländische Heimat. Wenn Sie jemals einen Zweifel gehabt haben sollten an der Bedeutung des Saarlandes, dann rufe ich Ihnen zu, schauen Sie auf unsere Geschichte. Wir haben drei welthistorisch bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht. Der erste aus der französischen Zeit, als wir alle Franzosen waren, war der Marschall Michel Ney, der Generalstabschef von Napoleon. Der hat durch falsche Befehle die französische Armee in Waterloo ruiniert. Der zweite aus dem kleinen Örtchen Liebelskirchen war Erich Honecker, der hat die DDR ruiniert. Und der dritte aus meinem Wahlkreis, das war aus Pachten, das war Oskar Lafontaine. Da laboriert die SPD bis heute. Da können Sie sehen, was das gleiche war. Das Land 2015 war Armenien. Natürlich fiel Altmaier auch zu Armenien eine Anekdote ein. Weil Sie, Herr Botschafter, eben von Erdogan gesprochen haben. Ich weiß ja, der Sozialismus ist weltweit nicht mehr so en vogue. Wir haben ihn fast überall abgeschafft, die Marktwirtschaft triumphiert. Sozialistische Gedanken gibt es eigentlich nur noch in Kuba und in Nordkorea, in der Parteizentrale der Linkspartei und bei einigen linken Sozialdemokraten in Berlin. Aber, meine Damen und Herren, da ist mir ein Spruch von Radio Erdogan in den Kopf gekommen. Da hat jemand die Frage gestellt: Sagen Sie, ist es möglich, in einem reichen, glücklichen und florierenden Land den Sozialismus aufzubauen? Antwort von Radio Erdogan: Im Prinzip ja, aber es wäre schade um das Land. So, und das dürfen wir nie vergessen, dann müssen wir die Menschen. Für die Ansprache dankte Abgeordneter Manfred Grund seinem Gast Peter Altmaier mit den Worten: Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat alle ihre ersten Parlamentarischen geachtet. Dich, Peter, haben wir geliebt und seit heute wisst ihr auch warum.